Was geht ab, meine lieben Freunde, und herzlich willkommen, World's Finest Gamer am Start. Und ihr seht gerade den zweiten Teil des FAQ-Videos, aber ich würde sagen, wir fangen direkt mal mit der ersten Frage an. Und diese kommt von Zyrox und er fragt, wie lange kennst du Fraps? Also Fraps kenne ich jetzt schon im Großen und Ganzen circa 1,5 Jahre. Ich habe damals mal einen Katapult-Glitch hochgeladen und wusste nicht, wer der Founder von diesem Glitch war. Und dann hat Fraps mich angeschrieben und hat geschrieben, ey yo Digga, ich habe diesen Katapult-Glitch rausgefunden. Wäre cool von dir, wenn du mich verlinkst, musst du aber nicht. Und ja, dann haben wir auch des Öfteren immer mal wieder in Skype geschrieben und so haben wir dann eine echt gute Freundschaft aufgebaut und haben dann auch ziemlich viel auf YouTube zusammen gemacht und auch ziemlich viele Glitches zusammengefunden. Ich denke mal, den Rest der Geschichte kennt ihr alle. Die nächste Frage kommt von Leon spielt 123 und dieser fragt, was war dein erster Glitch, den du durchgeführt hast und welche Wirkung hatte er? Okay, dazu muss ich jetzt erstmal an dieser Stelle erwähnen, dass ich schon übelst lange glitche. Ich habe damals meinen ersten Glitch in Pokémon Rot und Blau auf dem Gameboy gemacht. Für die Leute, die damals Pokémon Rot und Blau gespielt haben, werden sich bestimmt noch an den Missingo No Glitch erinnern. Auf jeden Fall, dieser Glitch hatte damals zur Wirkung, dass man sich alle Gegenstände unendlich oft duplizieren konnte, so dass man sich dann zum Beispiel den Meisterball, der ja jedes Pokémon gefangen hat, auf 99 unendlich hochgeglitcht hat. Auf jeden Fall einer der besten Glitches, die ich damals in Pokémon Rot und Blau gemacht habe, und so hat im Großen und Ganzen auch meine Glitcher-Karriere begonnen. David222 fragt, wann geht es mit der 10 Millionen Dollar Challenge weiter? Für die Leute, die jetzt nicht wissen, was er damit meint, das war damals mal eine Serie, die ich bei mir auf dem Kanal hatte, wo ich und ein paar Kumpels versucht haben, die 10 Millionen Dollar Challenge bei den Banküberfällen zu schaffen. Das ganze Gameplay ist auch schon alles aufgenommen, allerdings habe ich das dann im Laufe der Monate vergessen, diese Serie weiterzuführen bzw. Videos dazu hochzuladen, und von daher frage ich jetzt einfach mal euch, wollt ihr überhaupt noch, dass ich die 10 Millionen Dollar Challenge weiterführe? Wenn ja, kann ich dann in den nächsten Wochen auf jeden Fall die Serie weiterführen und einige Videos dazu hochladen. Ambush X fragt, dürfen ein paar Abonnenten in deine Freundesliste rein, und ich würde mich freuen, wenn du mich auch mal adden würdest. Ja Leute, ich habe einen Abonnenten-Account, dieser heißt wfg-glitching, auf dem nehme ich jede Freundschaftsanfrage an, und wenn ich dort online bin, kann man mir auch immer mal wieder nachjoinen und dort spiele ich dann auch immer mal wieder mit Abonnenten. Mein Privat-Account, den ihr auch manchmal seht, wenn ich einige Videos produziere, der ist wie gesagt ein Privat-Account. Dort hatte ich vorher mal 2000 Abonnenten als Freunde und ich muss sagen, das war wirklich heftig eklig, da hat das PSN immer heftig rumgespackt und ich konnte im Grunde gar nicht mehr in Ruhe zocken. Von daher habe ich alle Freunde dort gelöscht und ab und an in den letzten Wochen habe ich da auch mal den einen oder anderen Abonnenten angenommen, der mich dort freundlich angeschrieben hat oder der mich in einer Open Lobby getroffen hat. Also im Grunde, manchmal nehme ich sogar auf meinem Privataccount Freundschaftsanfragen an. Ansonsten edit einfach wfg-glitching, dort nehme ich wirklich jeden an. Der Aqua Clan fragt, was machst du, wenn dir in GTA 5 langweilig ist? Sweat for my life fragt, meinst du, du könntest GTA Online auch ohne ein Unlock All zocken und die teuersten Autos dir kaufen können? Ja klar kann ich das, mein Privataccount ist kein Unlock All und dort besitze ich eigentlich auf beiden Charakteren, die ich dort habe, jedes Auto, was ich im Grunde haben will und jedes geile Auto, was in einem neuen DLC mal rauskam, und habe auf diesem Account immer noch 30 Millionen Dollar. Das Ganze habe ich mir einfach nur erglitscht und durch Zocken wie Banküberfälle und 10 Millionen Dollar Challenge, und von daher, man braucht kein Unlock All in GTA Online, wenn man wirklich alles haben will. HK Sebastian fragt, was war der beste Glitch, den du jemals gemacht hast? Ich würde schon fast sagen, das war der Kuruma Launch Glitch, bei dem wir beim Kuruma mit einem Panzer drei Reifen abgemacht haben, dann ins Auto eingestiegen sind und Gas und Bremse gleichzeitig gedrückt haben und so einfach wie ein Tornado minutenlang am Himmel rumfliegen konnten. Ich würde sagen, das war der beste Glitch, den ich jemals in GTA Online gemacht habe, und dieser Glitch hat mir auch definitiv am meisten Spaß gemacht. Die letzte Frage des heutigen Videos kommt von Metedo Mevi. Er fragt, was ist das Grundprinzip bei Glitches, wenn man sie finden will? Also im Grunde muss man GTA Online erstmal richtig gut kennen. Man muss sich mit allem, was es da so gibt, im Grunde auskennen. Und man muss auch viele alte Glitches kennen, damit man so wissen kann, okay, wenn man das macht, könnte das passieren.
Und zu guter Letzt braucht man noch wirklich extrem viel Glück, dass einem wirklich mal etwas Dummes passiert, an dem man dann arbeiten kann und aus dem man dann eventuell einen guten Glitch basteln kann. Das ist uns schon ziemlich oft passiert. Ziemlich oft sind wir dann in eine Sackgasse gekommen, aber ziemlich oft haben wir dann auch wirklich einen richtig krassen Glitch damit gefunden. Ich hoffe, ich konnte deine Frage damit beantworten, weil diese Frage ist im Grunde richtig schwer zu beantworten. Aber nun gut, Leute, ich bin auf jeden Fall jetzt an dieser Stelle einfach mal raus. Wenn euch das Video gefallen hat, dann würde es mich jetzt übelst freuen, wenn ihr den Like-Button mal wieder so richtig verprügeln würdet. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video wieder. Bis dahin, macht's gut, bleibt gesund, haut herein und ciao.